So, Rallycross steht an. Welches Auto darf es denn sein? Ich würde sagen, wir machen die ganz krassen Autos, sag ich jetzt mal, hier wären wir angekommen bei Rallycross Supercars. Ist die Frage, welche wir nehmen. Ich bin nämlich vor dem Stream habe ich ein bisschen Testfahrten gemacht. Muss eigentlich sagen, dass ich mit allen Autos so mehr oder weniger zurechtkomme. Ich habe jetzt gar keine Präferenzen mehr. Boah, wenn ich mich entscheiden müsste, ich wüsste es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde tendieren zu... Ja gut, Handy Zucker schlägt VW vor. Den hätte ich vielleicht auch genommen, glaube ich. Dann sind wir uns ja einig. Okay, Handy Zucker will unbedingt den VW, dann nehmen wir den, auf jeden Fall. So, und jetzt werde ich wieder so lang dranhängen, bis wir mindestens Dritter sind, weil ich hier auch gerne aufsteigen würde. Dann hätte ich nämlich mein heutiges Stream-Ziel erreicht. Denn, ja, dann kommt demnächst das G29 und dann kann ich direkt auf Masters-Niveau einsteigen, wenn ich denn mit dem Lenkrad überhaupt klarkomme. Denn mit Kuppeln habe ich jetzt noch keine Erfahrung unter Rennbedingungen, sondern nur in der Realität im Straßenverkehr gesammelt. So, Handy Zucker freut sich, dann bin ich zufrieden. Dann habe ich ja nichts falsch gemacht in der Fahrzeugwahl. Okay, los geht's. Jetzt wird's interessant. So. Ich starte im zweiten Gang. So, ist die kurze Klappmannstrecke, so scheint mir. Der Winkel ist schlecht. Ach, verdammt. Nein. Aua. Verdammt. Aber der Gelegenheit kann ich gleich mal hier. Ich glaube, ich muss nochmal neu starten, wenn ich hier so gerade so... Missbaue. Nein! Ja, jetzt hast du recht. Das gilt als Testfahrt, sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt bin ich eingefahren, hoffe ich. Und nochmal. Jetzt mache ich auch einen besseren Start. Der war nämlich vorhin ein bisschen verpennt. Na, der auch. Naja. Okay. Fiesta. Ach, nicht so langsam werden, dass ich halt hier hinten drauf rausche. Ach. Das drehen wollte ich eigentlich nicht. Kostet mich selbst ja auch Zeit gerade. Ja. Komm. Ein bisschen vorbei drängen. Hat doch noch niemand geschafft, oder? Komm. Ja, so ungefähr. Jawohl. Ja, jetzt nehme ich auch den Joker. Kein Problem. Muss der Fiesta ja auch noch machen. Ah. Aua. Nein, jetzt dreht er mich um. Jetzt komme ich natürlich nicht in die Joker. Dankeschön. Okay, ich glaube, ich muss nochmal reinsteigen. Ach Mann. Nee, das wird so nix. Obwohl man eigentlich mal einen Misserfolg durchgehen lassen können muss in der Qualifikationsphase. Okay, wenn es jetzt misslingt, lasse ich das durchgehen, denn wir haben ja noch 3 Versuche. Ich darf das jetzt nicht so eng sehen wie vorhin auch. Das wäre zu übertrieben.
Ich fahre das jetzt durch, egal wie es läuft. Dafür müssen wir halt die anderen gewinnen. Wir werden schon sehen, wie wir ungefähr stehen. Diesmal ist kein Fiesta davon, sondern ein Peugeot. Hallo Peugeot. Komm, vorbei. Ach, naja. Der fährt auch so in, dass ich euch gar nicht so einfach so vorbeidrücken kann. Obwohl, das hat jetzt, aua, ganz gut geklappt. So, wenn ich meine Ruhe habe, dann fahre ich diesmal jetzt schon die Talker-Runde. Wenn es nämlich misslingt, kann ich mich noch umentscheiden. Muss ich das nächste Runde nicht machen, nicht so langsam. Mann, jetzt habe ich gerade zu langsam in die Kurve rein. Egal. Ach, einer muss noch, dann ist ja gut. Dann habe ich ja im Endeffekt nur einen Gegner vor mir her. Und zwar den Orangen. Dann Zweiter werden ist auch okay. Zumindest in der Qualifikation. Okay, zweiter ist vollkommen in Ordnung. Das reicht auf jeden Fall zum Weiterkommen. Solche Plätze kann ich mir durchgehen lassen. Was? Es war insgesamt nur 9. Platz? Krass. Aber der 9. Platz, selbst der 9. reicht zum Aufsteigen. Selbst der 9. reicht. Von daher sollte man sich noch keine Sorgen machen. Das kriegen wir alles noch hin. Das Weiterkommen ist kein Problem. Wenn es so bleibt. So, schnell reparieren. Achso. Ungefähr so. Ich mache immer so eine Mischung aus Tastatur und Lenkradsteuerung im Menü. Fällt mir gerade auf. Oder ist mir schon mal aufgefallen. Fällt mir immer wieder mal auf. Obwohl das gar nicht nötig wäre. Verdammt, jetzt habe ich irgendwie den Start verbrennt. Aber es hat trotzdem geklappt. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander, glaube ich. Oder so. Vielleicht noch ein bisschen geschafft vom Hillclimb gerade. Eben erst. Boah, schiebt er mich durch die Gegend. Und nochmal, und nochmal, und nochmal durch die Gegend schieben. Ja, ja, und immer so weiter. Boah, ey. Konnte man gar nichts machen. Und hinterher. Fahr doch mal um die Kurve, du Auto. Ah, ich komme ja ran. Glaubt es kaum. Obwohl der mich so durch die Gegend schiebt. Oder geschoben hat. Vielleicht auch mal. Aua. Ich fahr mal die Talker-Runde. Ah, verdammt. Schade, Dritter ist nicht so gut. Ah, Mann. Aber es wird trotzdem zum Weiterkommen reichen, schätze ich mal. Ich kann mich natürlich auch irren, aber es müsste eigentlich reichen. Nee, doch nicht. Was? Krass. Okay, dann müssen wir uns jetzt anstrengen in den letzten Runden. 11. Platz ist noch okay. Darf nur nicht schlimmer werden. Sonst wird es schwierig. Zur Not starte ich neu. Wenn es nicht reichen sollte, denn, wie gesagt, ich will aufsteigen. Koste es, was es wolle. Was war das denn? Na toll, Neustart. Da wurden wir, glaube ich, durch die Gegend geschoben. Das hätte jetzt aber nichts mehr werden können. Deswegen Neustart.
So, jetzt bloß vorne bleiben, dann haben wir auch kein Problem mit den anderen. So, also Ziel ist es, insgesamt Dritter zu werden, denn dann reicht das wieder für den Aufstieg. Alles andere ist Bonus. Ah, Hilfe. Solange ich vorne meine Ruhe habe, mache ich keine Joker-Runde. Also, das soll heißen, wenn ich alleine bin, mache ich die Joker-Runde in der letzten Runde. Ja, ja, Strongler, lieber ein Ingenieur. Nein. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Furchtbar. Und da fahren sie. Und haben auch alle schon die Joker-Runde gefahren. Ach Mann, ich muss neu starten, tut mir leid. Ach. Ärgerlich, ärgerlich. Aber gut. Sonst wird es schwierig mit dem Weiterkommen, ne? Jetzt aber. Komm, ich bleib vorne. Mach keinen Fehler. Okay, jetzt bin ich nicht... Vorne kann ich auch nicht vorne bleiben, aber ich kann ja noch einholen. Haha, gedreht. So. Der vorne ist keine Joker-Runde gefahren. Einfach dranbleiben. Das klappt schon. Der wird er wohl machen müssen, ne? Der wird wohl den Joker-Runde machen müssen. Wenn er es noch nicht hat. Das heißt, wir werden da die Chance haben, vorbeizuziehen. Das wäre schön. Und das sind wir vorbei. Das ist prima. So. Oh je, okay, das, mal gucken, was das jetzt im Vergleich von allen ist. Auch nicht so gut. Krass. Das wundert mich, aber gut. Dann ist das wohl so, aber es reicht ja auf jeden Fall für das Weiterkommen. Und das ist ja das Wichtigste erstmal. Gruppe C. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.